Ist in Ordnung für dich oder soll ich vorgehen? Ja, nein, ich doch. Ist okay. Hier ist, ist es flacher, also hier kannst du stehen. Das ist Abdi. Er ist übers Meer nach Europa gekommen und hatte Todesangst, denn er kann nicht schwimmen. Deswegen gehen wir erstmal hier rein. Ich soll ihm das jetzt beibringen. Ist so in Ordnung. Geh mal lieber rein. Du sagst, wenn es zu krass wird, okay? Ja, genau. Eine Woche früher. Ich bin Katharina. Ich bin auf dem Weg in mein neues Zuhause. Ein Münchner Wohnheim, in dem Studenten und Flüchtlinge zusammenleben. Das ist bislang einzigartig in Deutschland. Okay. Wie lebt es sich in einem Haus, in dem junge Menschen mit unterschiedlichen Religionen, Nationalitäten und vor allem Erfahrungen leben? Ist das Wohnheim ein Modell für erfolgreiche Integration? Zukunftsdeutschland im Miniaturformat? Das will ich in den nächsten 7 Tagen herausfinden. Das ist Simon. Er kommt aus Bonn und wohnt seit kurzem im Wohnheim. 550 Euro Miete zahlt er im Monat, mehr als in seiner alten WG. Trotzdem ist er dort ausgezogen, um hier zu leben. Also ich habe schon vorher so ein bisschen so gedacht, okay, das Wohnheim ist cool, weil da lerne ich Leute kennen, ohne dass ich jetzt am Hauptbahnhof in München stehe und halt als engagierter Helfer Flüchtlingen helfe. Das hat mich immer ein bisschen dran gestört, weil das immer so die Rollenverteilung halt relativ klar war. Also von, ich stehe hier, ich helfe und ja, den anderen wird geholfen. Mhm. Und deswegen hat mich das Projekt überhaupt so angesprochen, weil ich halt den Eindruck hatte, okay, da sind wir irgendwie so auf Augenhöhe. Simon schiebt regelmäßig Dienst an der Pforte. Die ist rund um die Uhr von einem der Studenten besetzt. Ein Schutz vor der Außenwelt. Nicht jeder will Flüchtlinge in Deutschland haben. Das Leben hier ist anders als in anderen Wohnheimen, in vielerlei Hinsicht. Es ist einerseits völlig normal und dann ist es halt immer doch noch immer so dieser Punkt da, dass es halt Flüchtlinge sind, die nicht wissen, wie lange sie hier in Deutschland bleiben können und was weiß ich, was für Geschichten haben. Und du musst wirklich hier drin leben oder so, damit du überhaupt verstehst, was einen bewegt, wenn man jetzt hier so einfach drin wohnt oder so. Ich glaube, das ist als Externe ist super schwierig. Ja. Hi. Erster Stock, zweiter Stock, dritter Stock? Das weiß ich noch nicht genau. Ich wohne im 3. Stock. Insgesamt leben etwa 70 Menschen hier, davon rund 30 Flüchtlinge. Alle auf der gegenüberliegenden Seite des Flurs. Die Jugendhilfe schreibt dem Betreiber des Wohnheims vor, dass sie räumlich getrennt von den Studenten wohnen müssen. Abdi Shakur, Ahmed. Ich besuche Abdi aus Somalia. Krass. Zieh mal Schuhe aus. Nein, du kannst auch in deine Schuhe kommen. Doch, zieh aus. Zieh immer Schuhe aus, wenn ich in der Wohnung komme. Sonst bringe ich ja den ganzen Straßendreck mit. Oh, bei dir schaut es echt gemütlich aus, Abdi. Danke. Hast du das 60 gesehen? Abdi ist gerade 18 geworden. Momentan bereitet er sich auf seine Abschlussprüfungen vor. Sein Ziel? Mittlere Reife. Deutsch ist für mich leicht. Wie ist das, deutsche Geschichte zu lernen? Ist das für dich interessant? Interessant. Geschichte ist immer interessant. Hast du mal Dachau gesehen? Ja, klar. Ich glaube, jeder bayerische Schüler muss mal oder darf mal nach Dachau. Mal Dachau. Wie fandest du das? Ach, hässlich. Was der Hitler gemacht hat. So. Das ist voll kompliziert. Krasser Gedanke auch, gell? Wenn man da steht und sich überlegt, was da passiert ist. Ja, das war ein komisches Gefühl. Traurig. Die Leute, die so wie ein Brot bringen irgendwo rein und dann verbrennt ganz Zeit. In diese Öfen, gell? Das ist schlimm, aber es ist nicht was Neues. Das war in der Welt ganz passiert. Bei uns war auch, also nicht so wie Hitler, aber fast. In Abdis Heimatland Somalia herrscht seit Jahren Krieg. Echt? Sag mal. Ich und mich persönlich. Es ist so, wenn du dort bleibst und du nicht machst, was die, also so wie Hitler, also Diktatur und Terroristen ist fast die gleiche. Du musst immer machen, was die denen planen. Und du nicht, dann fliehst du einfach. Scheiße. Abdi ist seit einer halben Stunde mit Simon verabredet.
Der gibt ihm Nachhilfe und verspätet sich sonst nie. Ja, der Simon. Junge! Darf ich reinkommen? Dürfen wir reinkommen? Dürfen wir reinkommen? Statt Nachhilfe lässt sich Simon die Haare schneiden. Von Shafiq, der auch hier wohnt. Sieht so geil aus. Shafiq ist 17 und kommt aus Afghanistan. Ich habe auch gesagt, wenn ich von her. Das ist nicht dein Ernst, oder? Du schneidest doch jetzt nicht damit in die Haare. Ich mache nur hier ein bisschen. Besser jetzt hier. Ja, guck mal, das ist das. Guck mal, das ist nicht zwei auf einmal. Das ist gut. Blutet. Geblutet. Das ist aber der Busroboter mit der Staubschraube. Macht vielen Dank. Bitte. Sehr gut. Nee, ich glaub's echt gut. Guck mal jetzt. So wie du cool aussiehst, Junge. Voll cool. Original Shafiq. Ja. Original Shafiq. Ja. Abendessen in der Gemeinschaftsküche der Flüchtlinge. Oft essen Studenten mit. Es ist eine Art Familienersatz für alle. Shafiq hat seine Familie seit 3 Jahren nicht mehr gesehen. Seit er aus Afghanistan geflohen ist. Wir können solche. Seine Schwester lebt in England. Könntest du auch nach England oder darfst du nicht? Nee, ich darf nicht. Ach, scheiße. Ich muss einen Pass bekommen, dann darf ich. Hast du schon was gehört? Wegen dem Pass? Nein. Jetzt, diese Situation muss ich ja nicht. Ich glaube, ich bekomme vielleicht in 5 Jahre einen Pass. Ah, das wird schon schaffen. Ja, wir müssen warten. Ich drück dir die Daumen. Wir machen immer jeden Tag. Warten auf Neuigkeiten vom Asylverfahren, darauf, dass sich die Familie meldet. Jeden Tag mit Angst leben, aber auch mit Hoffnung. Vor dem Schlafengehen recherchiere ich nochmal zu Abdis Heimatland Somalia. Wer sich in Somalia aufhält, muss sich der Gefährdung durch Kampfhandlungen, Piraterie sowie terroristisch oder kriminell motivierte Gewaltakte bewusst sein. In Somalia gibt es keine richtige Regierung mehr. Seit Jahrzehnten. Bürgerkrieg und Anschläge gehören zum Alltag. Zwei Anschläge haben am Sonntag Somalias Hauptstadt Mogadischu erschüttert. Die radikal-islamische Shabab-Miliz bekannte sich zu der Tat und ein Massaker angerichtet mit 148 Toten. Was hat Abdi in den letzten Jahren wohl erlebt? In seiner Heimat? Auf der Flucht? Der nächste Tag beginnt mit einer Teamsitzung der Sozialpädagogen. Auch sie gehören zum Wohnheim. Sie unterstützen die Jugendlichen im Alltag und bei Behördengängen. So, was ist für euch so hier in dem Haus der größte Unterschied oder so die größte Herausforderung im Arbeiten, meine ich? Ich habe vorher ja 2 Monate in einer therapeutischen WG gearbeitet. Da kommt so, wenn ein Jugendlicher in die Tür reinkommt, wird er sofort mit Fragen bombardiert. Wo kommst du her? Wie geht es dir? Und gibt es ein Problem? Und hier sozusagen die Kunst des nicht in Erscheinung treten sozusagen zu beherrschen oder zu lernen, mehr Raum zu geben, die Dinge sich entwickeln zu lassen und nicht gleich so den pädagogischen Überwurf zu machen. Und dann aber trotzdem in der Bezüglichkeit zu bleiben gleichzeitig. Das finde ich spannend. Das ist spannend. Harmonie ist im Wohnheim kein Dauerzustand. Vor wenigen Tagen hat es unter den Bewohnern zum ersten Mal richtig geknallt. 2 der Flüchtlinge sind aufeinander losgegangen, einer davon mit einem Messer. Die Konsequenz? Das Team hat ihn aus dem Wohnheim geworfen. Es ist jetzt eins, ob man jetzt irgendwie handgreiflich wird, ob es eine Schlägerei gibt, ob sich da 2 körperlich angehen und ob jemand dann im nächsten Schritt irgendwie eine Waffe oder ein Messer zieht. Habt ihr mit den Studenten jetzt eigentlich auch drüber geredet oder haben die das gar nicht mitbekommen? Na doch, es hat sich herumgesprochen. Ja. Die eine war ja auch direkt mit dabei. Okay. Ja, 2 waren dabei. Und mit dem einen habe ich geredet. Ja, wir haben dann nachher schon, wir sind auch nachher direkt nochmal hingefragt, wie es ihr geht. Und ja.
aber so viel kam dann nicht. Also es wird immer Reibungspunkte geben, also das sind nur, ich meine, das sind Jugendliche, das sind Jungs alles, ne? Da gibt es immer irgendwelche Probleme, aber ich finde, das hält sich alles in Grenzen so. Das ist halt trotzdem noch eine lockere Atmosphäre. Mhm. Dass die Flüchtlinge im Wohnheim alles Jungs sind, liegt am Jugendhilfegesetz. Mädchen werden in Bayern getrennt untergebracht. Es wird hier im Wohnheim vermutlich immer wieder Konflikte geben zwischen Jugendlichen, die zum Teil traumatisiert sind. Auch damit muss man sich hier auseinandersetzen. Abdi war 2 Jahre lang auf der Flucht. Er ist aus Somalia geflohen, vor Al-Shabaab-Terroristen. Die haben in die Stadt gekommen, okay. Da wo wir wohnen, sind alle einfach gekommen. Und also, die alle stecken Männer mitgenommen. Mhm. Und dann hat die dieselbe Angst. Baba kann nicht sagen, Jungs, bleibt hier, weil die kommen. Und Baba kann gar nichts machen. Was mit deiner Mama? Die Mama ist schon gestorben, 2008. So, das war die schlimmste Zeit in Somalia. Ich war in der Nähe, Mann, als die meine Mama gestorben hat. Gefeind und so, aber so, ich glaube, dass die Gott vor sich genommen hat. Kann ich? Mit 14 verlässt er Somalia, flieht ganz alleine fast 5000 Kilometer bis nach Libyen. Dort wirft man ihn ins Gefängnis, weil er Ausländer ist. Und Libyen selbst im Chaos versinkt. Ein Land schlimmer als Libyen habe ich nie gesehen. Echt? In Somalia, wenn jemand dich töten will, dann vielleicht kann es sein, dass seine Kollegen sagen, Junge, der ist klein und so. Mhm. Aber Libyen sagt niemand. Als er aus dem Gefängnis kommt, findet er Arbeit in einem Internetcafé. Eines Tages rät ihm der Besitzer zur Flucht. Er sei hier nicht mehr sicher. Abdi zahlt all sein Gespartes, $800, an einen Schlepper. Die Flucht übers Mittelmeer beginnt. Guck mal da, hier sind zwei Luftpumpen, so stark. Ja. Und da musst du 12 Holz so machen, also verbinden mit den Holzen, wie heißt diese? So Holzlatten oder wie? Und da hast du dann ein Plastik, also drauf ein Holz. Also ein selbstgebautes Boot? Ja, du baust selber in 15, 40 Stunden. Du hast es selbst gebaut? Nein, nicht ich, aber alle zusammen. Alle zusammen. Also was, das 100 Leute und das musst ihr gleich machen. Und für wie viele Leute war das Boot? Wir waren 95, also wir sind 95 in Europa gekommen, weil 5 gestorben haben. Wir sind 100 oder 101 ungefähr so. Der Fahrer ist selbst ein Flüchtling und hat keine Ahnung, wie er ein Boot nach Europa bringen soll. Am zweiten Tag versagt der Motor. Das Boot treibt ab. Guck mal jetzt, was ihr seid. Und du warst hier vorne gesessen? Ich war ganz vorne, keine Ahnung, wo die jetzt vorne. Ja, der Mann, schaut, dieser Mann ist der Fahrer. Und ich konnte kein schwimmen. Ich kann nie eine Sekunde auf dem Meer bleiben, wenn es ein bisschen was passiert. Am fünften Tag werden sie von der italienischen Küstenwache aufgegriffen. 5 Menschen sind bereits verdurstet. Wenn ich jetzt sehr nass ist und die Leute, die keine Ausländer wurden, dann das tut mir nicht so weh, weil ich weiß, dass ich war, wo noch schlimmer war. Und wenn man will, ich kann meine Augen zumachen und vorbeigehen. Ist okay. Ja. Ja, also, sie tut sehr weh, wenn man so beleidigt. Aber ist mir komplett egal. Ich habe meine Linie. Ich soll nur erwarten, also nach vorne schauen. Abdis Asylverfahren läuft immer noch. Sein Status nennt sich gestattet. Er wurde bislang weder abgelehnt noch anerkannt. Er lebt in einer Art Warteschleife. Und das seit 2 Jahren. Die Wartezeit nutzt er. Obwohl er nicht mal weiß, ob er in Deutschland bleiben darf, macht er bald seinen deutschen Schulabschluss. Und hat sich in einem bayerischen Fußballverein angemeldet. Mann, komm jetzt. Ja, jetzt. 60 ist unser Leben. Wir sind die Weißen, wir sind die Blauen. Wir sind diejenigen, die alle Beine hauen. Wir sind die Lopen, wir sind aus München. Wir sind diejenigen, die alle Beine duchen. Aber wenn so viele Leute einmal zusammen sagen, wir sind die Weißen, wir sind die Blauen. Guten Tag, hier ist die Tagesschau in 100 Sekunden.
Diskussion über Flüchtlingspolitik. Mhm. Minister de Maizière fordert Kontingente für Flüchtlinge. Das bedeutet automatisch eine Begrenzung, sagte er der Bild am Sonntag. Demnach soll Europa künftig einen großzügigen Anteil an Schutzsuchenden aufnehmen, die gemeinsam mit dem UN-Flüchtlingshilfswerk ausgewählt würden. Nur noch Flüchtlingsnachrichten, das ist echt krass. Ja. Johannes und Jesper wohnen im Stockwerk unter mir. Seit kurzem schauen sie einmal in der Woche mit den Flüchtlingen Nachrichten an. Wenn die halt dann sehen, dass es da so eine Veranstaltung gibt dazu und vielleicht auch da die Möglichkeit besteht, ein bisschen erklärt zu bekommen oder halt ins Gespräch drüber zu kommen, dann... So ein bisschen haben wir uns überlegt, dass es natürlich als Sprachtraining funktionieren kann. Also einfach, um Fremdwörter kennenzulernen. Und sonst, um sich zu informieren und rauszufinden, wo man überhaupt solche Infos herbekommen kann. Es gibt natürlich irgendwo die Stufe, wo du sagst, okay, ich kann es nicht mehr hören, aber auf der anderen Seite sind die ja auch maximal interessiert daran, weil es ihre eigene Geschichte ist. Ja, klar. Und von dem her ist es, glaube ich, für die auch schon wichtig zu wissen, was noch passiert. Kann daran liegen, weil noch Leute von denen, die sie kennen oder Familienangehörige noch auf der Flucht sind. Und dann ist es, glaube ich, schon wirklich interessant, da informiert zu bleiben. Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Okay. Passt schon. Bundeskanzlerin Merkel hat immer wieder die Forderung der CSU zurückgewiesen, eine feste Obergrenze zu nennen. Auch in der SPD wird über Kontingente nachgedacht. Jeden Tag empfängt die Polizei an der Grenze in Freilassing etwa 1000 Flüchtlinge. Die SPD spricht sich, wie auch die Kanzlerin, gegen feste Obergrenzen aus. Allerdings will auch die SPD Kontingente, Zahl von Flüchtlingen. Seine Definition von Kontingente. Jahre im Amt. Okay. Was ich mich zum Beispiel auch frage, ist, inwiefern das dann umsetzbar ist, wenn jetzt das Limit an Flüchtlingen erreicht ist für ein bestimmtes Kontingent, ob sie dann das wirklich so machen können, dass sie einfach die Leute wieder heimschicken. Ich weiß es nicht, von Deutschland, Religion, ja. Vielleicht morgen schicke ich mir nach Afghanistan. Ja, ich weiß es nicht. Ja, habe ich Angst. Aber da geht es ja wieder los. Es ist ja auch wieder nur ein Politikum, wenn es darum geht, welche Länder sind sichere Herkunftsländer oder so. Das ist ja alles nur, am Schluss geht es nur wieder darum, wie schaffe ich es möglichst, meine Wähler zu beeinflussen und da zu bleiben. Man kann nicht mehr mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, wie Deutschland in ein paar Jahren ausschaut. Und das ist auch was Leuten wahrscheinlich vielleicht ein bisschen Angst macht, auch wenn überhaupt keine Verschlechterung zu befürchten ist, aber einfach nur, dass Veränderungen bevorstehen. Wenn wir gehen, was sollen wir machen in Afghanistan? Wer muss arbeiten bei Taliban? Wenn wir leben? Wenn jemand kann nicht arbeiten bei Taliban, er muss tot sein. In Afghanistan hat sich die Sicherheitslage in den letzten Monaten deutlich verschlechtert. Erst am Samstag hatten die Taliban im Süden Afghanistans mit einem Bombenanschlag 19 Menschen getötet, darunter vor allem Frauen und Kinder. Es sind viele, viele Summen von Entwicklungshilfe nach Afghanistan geflossen. Da kann man erwarten, dass die Afghanen in ihrem Land bleiben. Heute Morgen habe ich Pfortendienst. Mein Beitrag zur Sicherheit. In Deutschland brennen gerade Flüchtlingsheime. Ich habe kaum geschlafen. Die halbe Nacht habe ich über den gestrigen Abend nachgedacht. Über die Angst der Afghanen, zurückgeschickt zu werden. Was macht diese ewige Ungewissheit mit einem Menschen? Noch ist nichts los. Der Erste, der das Haus verlässt, ist Abdis Kumpel Seki. Guten Morgen, Seki. Schönen Tag. Ja. Danke. Er geht in die Schule, wie alle Flüchtlinge, die im Wohnheim leben. Verlässt einer von ihnen das Haus, muss ich das festhalten. Auch das schreibt die Jugendhilfe vor. Nicht im Haus. Yes. Guten Morgen. Und du bist hier. Ja, das wollen wir eigentlich nicht. Also, das ist einfach voll gemein, wer raus und wer reinkommt. Warum? Das ist nur zu eurer Sicherheit. Wie Sicherheit? Damit, wenn ein Feuer hier im Haus ist. Na. Wenn Feuer hier ist, dann kann man raus
Ja, aber wenn jetzt Feuer im Haus ist, dann muss ich, und ich sehe, der Abdi ist noch in seinem Zimmer, dann renne ich nach oben und zieh dich raus. Das war das Zeit. In die Schule. Selbst. Schönen Tag dir, gell? Danke. Bis später. Bis später. Tschüss. Ciao, Elie. Ciao. Am Nachmittag will mir Abdi zeigen, wo er nach seiner Ankunft in Deutschland ein Jahr lang gelebt hat. In der Bayern-Kaserne im Münchner Norden. Seit einigen Jahren dient sie als Flüchtlingsunterkunft. Guck mal, Feder. Das ist was Schönes. Ja. Eingang gehen. Das ist ja auch schön. Cool. Warum wolltest du in die Kislovstraße, in das Projekt? Ja, weil ich gut finde. Da ist die Studenten und da kann man vielleicht ein bisschen mit ihnen zusammenarbeiten. Die können auch mit gerne helfen, wenn sie Zeit haben. Also ich habe auch jetzt Nachhilfen, also Nachhilfe für die, für die noch Geld. Welches Fach? Mathe. Die alle, Mathe, Deutsch. So. Also die Deutschen können auch ein bisschen Erfahrung, wie es in anderen Ländern weitergeht. Nur nicht nur ein Weg in Deutschland, sondern die können auch was ein bisschen Kultur bekommen. Du meinst den Blick nach außen? Genau. Ja. Den Blick nach außen vermisst Abdi bei manchen Deutschen. Fremdenhass schlägt ihm als Afrikaner relativ oft entgegen. Ich war hier in Kassel und bin in der Schule rausgekommen. Und eine alte Dame hat uns die ganze Zeit beleidigt und scheiße sozial wegen Geld verdient, die Ausländer und so. Und dann hat der Freund von mir gesagt, ich muss sie schlagen. Und sage ich, nein, Junges, Deutschland macht sowas nicht. Nee, weil dann haben diese Leute ja noch mehr. Ja, aber ich weiß, dass wir also viele Munchingspunkt, also nennt man so, weil so viele Begierde, aber es gibt auch viele Leute, die gegen sind. Nicht jedem fällt es leicht, sich auf ein neues Umfeld einzustellen. Das erfordert Arbeit. Von beiden Seiten. Die jetzt hier sagen, raus, Flüchtlinge und so, kann sein, dass ich später eurem Rent zahle. Also kann auch sein. Kann natürlich sein, wenn Abdi nach seiner Ausbildung in Deutschland bleibt und Arbeit findet. Seit über einem Jahr spielt Abdi hier im Verein Fußball. Ich bewundere ihn dafür, wie er sein Leben selbst in die Hand nimmt. Hier ist er nicht der Flüchtling aus Somalia. Hier ist der Abdi, der Fußballer. Herzlichen Glückwunsch, gut gemacht. Und dann fällt es mir wieder ein. In wenigen Wochen ist er dann doch wieder Abdi, der Flüchtling. Wenn die anderen ins Trainingslager nach Italien fahren und er zu Hause bleiben muss. Sein Asylverfahren zwingt ihn dazu. Am Abend bin ich mit Shafiq und Hamid zum Kochen verabredet. Ist das nicht so einer? Nee. Für afghanische Gerichte im speziellen Kabuli. Er steht da her. Ja. Hey. Hier ist nichts mit Tütensuppe und Tiefkühlpizza. Für die Afghanen ist das gemeinsame Abendessen ein richtiges Ritual, für das sie jeden Tag lange in der Küche stehen. Darüber, ich. Wenn du jedes Mal machst, dann denkst du immer, dass deine Mutter gemacht hat und du hast dann zugeguckt. Was wir hier machen, dann schon. Irgendwie ist es traurig, aber das macht auch Spaß. Ja. Auch beim Kochen geht es wieder um Politik. Diesmal um die Situation der Flüchtlinge in der Türkei. Auch Shafiq und Hamid waren mehrere Monate dort. Ich habe auch ein Ticket gekauft. Nach England? Die brauchen selber Hilfe. Man sieht schon, dass viele Türken hier sind. Mhm. Die haben gar nichts. Wie können die Flüchtlinge einfach in Türkei behalten? Die Europäische Union sagt, wir zahlen der Türkei jetzt Geld und dafür behaltet ihr die Flüchtlinge. Nein, die sind auch wie unsere Politik. Die nehmen auch Geld und nehmen keinen Cent für Flüchtlinge. Du meinst, sie stecken es sich in die eigene Tasche? Ja, wie unsere Politik. Themen, über die sich zwei 17-Jährige mit mir beim Kartoffelschälen unterhalten. Eigentlich nicht die klassischen WG-Themen. Ja, das schmeckt so gut.
Das Fleisch ist auch sehr gut geworden. Vor dem Schlafengehen bittet mich Abdi, dass ich morgen mit ihm schwimmen gehe. Für ihn eine echte Überwindung, nachdem er auf dem Mittelmeer fast gestorben ist. 8:20 Uhr? Und für mich irgendwie auch. Denn ich habe noch nie jemandem das Schwimmen beigebracht. Schon gar nicht jemandem, der Angst vor Wasser hat. Letzter Tag für mich im Wohnheim. Heute Vormittag helfe ich Ilie, dem Hausmeister. Er stammt aus Rumänien. Oft helfen Ilie die Jungs, aber die sind gerade in der Schule. Es ist ein besonderer Beruf hier, nicht nur Beruf, es ist eine besondere Aufgabe hier für dich, oder? Also ich finde, das ist die Zeit jetzt, ich bin seit 25 Jahren in Deutschland und ja, es ist meine Zeit jetzt, wo man auch meinen Beitrag leisten muss, weil ich selber nach Deutschland kam vor 25 Jahren mit 22 und keine Eltern, so war ich auch unbegleitend sozusagen. Ja. Und ich war sehr dankbar und dann natürlich möchte ich auch weitergeben, was ja. Genau, in der Hoffnung dann die Kinder hier, die hier leben, auch weitermachen, das genau dasselbe, was ich gemacht habe. Das würde mich sehr freuen. Also, ja. Ich auch. 7 Tage war ich in diesem besonderen Wohnheim. Habe erlebt, was Integration bedeutet. Wie Deutschland in Zukunft aussehen könnte. So ein Leben ist manchmal anstrengender. Weil man Unterschiede aushalten und manchmal auch überwinden muss. Weil hier jeder eine eigene Geschichte mit sich rumschleppt, die nicht loslässt. Aber die Arbeit wird belohnt. Das Leben hier ist nämlich auch so, wie ich unsere Gesellschaft gerne sehen würde. Laut, bunt, direkt und offen. Bevor ich gehe, hole ich Abdi zum Schwimmen ab. Ja. Hallo. Na, rein. Bist du startklar? Ja. Ja? Komm mal rein. Rein mit dir. Wo sind deine Sachen? Meine Sachen sind noch nicht eingepackt. Abdi hat sich gestern noch die Haare abrasiert. Du schaust gleich 10 cm kleiner aus. Warst du hier schon mal im Schwimmbad? Ja, Michaelebad war ich mal. Und? Da habe ich mal geguckt. Ich bin doch in das Wasser reingegangen, aber ich habe nicht so gut geschwommen. Habe ich Angst so. Hast du probiert? Ich probiere immer bis zum hier. Ja. Dann habe ich Angst, wenn höher als das ist, dann komme ich schnell zurück. Okay, schauen wir mal heute, gell? Ja, schauen wir mal. So ist. Mit euch. Da gibt's auch Schwimmnudeln in der Ex-Session. Guck mal, wie alt sie steht. Ja, kommen wir auch da rein. Frauendusche, Männerdusche. Ja. Und wir treffen uns draußen. Okay. Ist in Ordnung für dich oder soll ich vorgehen? Ja, nein, ich auch. Ist okay. Du sagst, wenn es zu krass wird, okay? Ja, genau. Abdi hat vor dem Moment Angst, wenn ihm das Wasser buchstäblich bis zum Hals steht. Wir machen jetzt die erste Übung. Du legst dich einmal flach ins Wasser und ich zieh dich. Wie? Okay. Okay? Leg dich flach ins Wasser. Jetzt mach. Bismillah. Aber Bismillah. Richtig schön. Flach ins Wasser. Beine hoch. Wenn ich ihn stütze, hat Abdi kaum Angst. Aber er will sich alleine über Wasser halten können. Wenn ich zum Beispiel auch hier halt. Ja, guck mal. Ja, wie kann ich oben bleiben? Ja, guck mal, ich kann doch auch. Ah, muss ich nur die Beine so halten? Ja, genau. Ja. Okay. So. Und? Geht, gell? Ja, die gehen gleich runter. Nein, die gehen nicht runter. Wenn ich mir vorstelle, dass ich in einem Boot bin und ich kann nicht schwimmen, ich hätte mich das nicht getraut. Nee, ich hätte mich echt nicht getraut. Aber vielleicht doch. Denn eigentlich hast du keine andere Wahl. Ein Leben im Krieg oder die Aussicht auf ein sicheres Leben. Das kann einen zu Dingen treiben, die man sich sonst nie trauen würde.
Hast du gut gemacht. Danke. In 10 Jahren Olympia für Somalia. Oder vielleicht für Deutschland. Heute Morgen habe ich Pfortendienst. Mein Beitrag zur Sicherheit. In Deutschland brennen gerade Flüchtlingsheime. Ich habe kaum geschlafen. Die halbe Nacht habe ich über den gestrigen Abend nachgedacht. Über die Angst der Afghanen, zurückgeschickt zu werden. Was macht diese ewige Ungewissheit mit einem Menschen? Noch ist nichts los. Der Erste, der das Haus verlässt, ist Abdis Kumpel Seki. Guten Morgen, Seki. Schönen Tag. Ja. Danke. Er geht in die Schule, wie alle Flüchtlinge, die im Wohnheim leben. Verlässt einer von ihnen das Haus, muss ich das festhalten. Auch das schreibt die Jugendhilfe vor. Nicht im Haus. Yes. Guten Morgen. Und du bist hier. Ja, das wollen wir eigentlich nicht. Also, das ist einfach voll gemein, wer raus und wer reinkommt. Warum? Das ist nur zu eurer Sicherheit. Wie Sicherheit? Damit, wenn ein Feuer hier im Haus ist. Nein. Wenn Feuer hier ist, dann kann man raus. Ja, aber wenn jetzt Feuer im Haus ist, dann muss ich, und ich sehe, der Abdi ist noch in seinem Zimmer, dann renne ich nach oben und zieh dich raus. Das war der Seid. In die Schule. Servus. Schönen Tag dir, gell? Danke. Bis später. Bis später. Tschüss. Ciao, Elie. Ciao, Abdi. Am Nachmittag will mir Abdi zeigen, wo er nach seiner Ankunft in Deutschland ein Jahr lang gelebt hat. In der Bayern-Kaserne im Münchner Norden. Seit einigen Jahren dient sie als Flüchtlingsunterkunft. Guck mal, Freedom. Das ist was Schönste. Ja. Eingang gehen. Das ist ja auch schön. Cool. Warum wolltest du in die Kislovstraße, in das Projekt? Ja, weil ich gut finde. Da gibt es die Studenten und da kann man vielleicht ein bisschen mit denen zusammenarbeiten. Die können auch mit gerne helfen, wenn sie Zeit haben. Also ich habe auch jetzt Nachhilfen, also Nachhilfe für die, für die noch Geld. Welches Fach? Mathe. Die alle, Mathe, Deutsch. So. Also die Deutschen können auch ein bisschen Erfahrung, wie es in anderen Ländern weitergeht. Nur nicht nur ein Weg in Deutschland, sondern die können auch was bisschen Kultur bekommen. Du meinst den Blick nach außen? Genau. Ja. Den Blick nach außen vermisst Abdi bei manchen Deutschen. Fremdenhass schlägt ihm als Afrikaner relativ oft entgegen. Ich war hier in Kassel und bin in der Schule ausgekommen. Und eine alte Dame hat uns die ganze Zeit beleidigt und scheiße sozial wegen Geld verdient, die Ausländer und so. Und dann hat der Freund von mir gesagt, ich muss sie schlagen. Und sage ich, nein, Junge, Deutschland macht sowas nicht. Nee, weil dann haben diese Leute ja noch mehr. Ja, aber ich weiß, dass wir also viele Munchingspunkt, also nennt man es so, weil es so viele Begriffe, aber es gibt auch viele Leute, die gegen sind. Nicht jedem fällt es leicht, sich auf ein neues Umfeld einzustellen. Das erfordert Arbeit. Von beiden Seiten. Die jetzt hier sagen, raus, Flüchtlinge und so, kann sein, dass ich später eurem Rent zahle. Also kann auch sein. Kann natürlich sein, wenn Abdi nach seiner Ausbildung in Deutschland bleibt und Arbeit findet. Seit über einem Jahr spielt Abdi hier im Verein Fußball. Ich bewundere ihn dafür, wie er sein Leben selbst in die Hand nimmt. Hier ist er nicht der Flüchtling aus Somalia. Hier ist er Abdi, der Fußballer. Herzlichen Glückwunsch, gut gemacht. Und dann fällt es mir wieder ein. In wenigen Wochen ist er dann doch wieder Abdi, der Flüchtling. Wenn die anderen ins Trainingslager nach Italien fahren und er zu Hause bleiben muss. Sein Asylverfahren zwingt ihn dazu.
Am Abend bin ich mit Shafiq und Hamid zum Kochen verabredet. Ist das nicht so einer? Nee. Für afghanische Gerichte im speziellen Kabuli. Ich stehe da hier. Ja. Hey. Hier ist nichts mit Tütensuppe und Tiefkühlpizza. Für die Afghanen ist das gemeinsame Abendessen ein richtiges Ritual, für das sie jeden Tag lange in der Küche stehen. Muss man zum Pürieren darüber, glaube ich. Wenn du jedes Mal machst, dann denkst du immer, dass deine Mutter gemacht hat und du hast ihm zugeguckt. Was wir hier machen, dann schon. Irgendwie. Das ist traurig, aber das macht auch Spaß. Ja. Auch beim Kochen geht es wieder um Politik. Diesmal um die Situation der Flüchtlinge in der Türkei. Auch Shafiq und Hamid waren mehrere Monate dort. Ich habe auch ein Ticket gekauft. Nach England? Ja, die brauchen selber Hilfe. Man sieht schon, dass viele Türken hier sind. Mhm. Die haben gar nichts. Wie können die Flüchtlinge einfach in Türkei behalten? Die Europäische Union sagt, wir zahlen der Türkei jetzt Geld und dafür behaltet ihr die Flüchtlinge. Einem der Studenten besetzt. Ein Schutz vor der Außenwelt. Nicht jeder will Flüchtlinge in Deutschland haben. Das Leben hier ist anders als in anderen Wohnheimen, in vielerlei Hinsicht. Es ist einerseits völlig normal und dann ist es halt immer doch noch immer so dieser Punkt da, dass es halt Flüchtlinge sind, die nicht wissen, wie lange sie hier in Deutschland bleiben können und was weiß ich, was für Geschichten haben. Und du musst eigentlich wirklich, machst du ja jetzt, also du musst wirklich hier drin leben oder so, damit du überhaupt verstehst, was einen bewegt, wenn man jetzt hier so einfach drin wohnt oder so. Ich glaube, das ist als Externe ist super schwierig. Ja, erster Stock, zweiter Stock, dritter Stock? Das weiß ich noch nicht genau. Ich wohne im dritten Stock. Insgesamt leben etwa 70 Menschen hier, davon rund 30 Flüchtlinge. Alle auf der gegenüberliegenden Seite des Flurs. Die Jugendhilfe schreibt dem Betreiber des Wohnheims vor, dass sie räumlich getrennt von den Studenten wohnen müssen. Abdi Shakur, Ahmed Mohammed. Ich besuche Abdi aus Somalia. Krass. Zieh mal Schuhe aus. Nein, du kannst auch in deinen Schuhe kommen. Doch, zieh aus. Zieh immer Schuhe aus, wenn ich in der Wohnung komme. Sonst bringe ich ja den ganzen Straßendreck mit. Oh, bei dir schaut es echt gemütlich aus. Abdi. Danke. Hast du das 60 gesehen? Das 60 hier. Abdi ist gerade 18 geworden. Momentan bereitet er sich auf seine Abschlussprüfungen vor. Sein Ziel? Mittlere Reife. Deutsch ist für mich leicht. Wie ist das, deutsche Geschichte zu lernen? Ist das für dich interessant? Interessant. Geschichte ist immer interessant. Sich auch so. Hast du mal Dachau gesehen? Ja, klar. Ich glaube, jeder bayerische Schüler muss mal oder darf mal nach Dachau. Mal Dachau. Wie fandest du das? Hässlich, was der Hitler gemacht hat, so, das ist voll kompliziert. Krasser Gedanke auch, gell? Wenn man da steht und sich überlegt, was da passiert ist. Ja, es war ein komisches Gefühl. Die Leute, die so wie ein Brot bringen irgendwo rein und dann verbrennt ganz Zeit. In diese Öfen, gell? Sehr schlimm, aber es ist nicht was Neues, das war in der Welt ganz passiert. Bei uns war auch, also nicht so wie Hitler, aber fast. In Abdis Heimatland Somalia herrscht seit Jahren Krieg. Echt? Sag mal. Ich und mich persönlich. Es ist so, wenn du dort bleibst und du nicht machst, was die, also so wie Hitler, also Diktatur und Terroristen ist fast die gleiche. Du musst immer machen, was die denen planen. Und du nicht, dann fliehst du einfach. Scheiße. Abdi ist seit einer halben Stunde mit Simon verabredet. Der gibt ihm Nachhilfe und verspätet sich sonst nie. Ja, der Simon. Junge! Darf ich reinkommen? Dürfen wir reinkommen? Dürfen wir reinkommen? Statt Nachhilfe lässt sich Simon die Haare schneiden. Von Shafiq, der auch hier wohnt. So geil aus. Weil es ihre eigene Geschichte ist. Ja, klar. Und von dem her ist es, glaube ich, für die auch schon wichtig zu wissen, was noch passiert. Kann daran liegen, weil noch Leute von denen, die sie kennen oder Familienangehörige noch auf der Flucht sind. Und dann ist es, glaube ich, schon wirklich interessant, da informiert zu bleiben. Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Okay. Passt schon. Wo ist Popcorn? Bundeskanzlerin Merkel hat immer wieder die Forderung der CSU zurückgewiesen, eine feste Obergrenze zu nennen.
Auch in der SPD wird über Kontingente nachgedacht. Jeden Tag empfängt die Polizei an der Grenze in Freilassing etwa 1000 Flüchtlinge. Die SPD spricht sich, wie auch die Kanzlerin, gegen feste Obergrenzen aus. Allerdings will auch die SPD Kontingente. Zahl von Flüchtlingen. Seine Definition von Kontingente. Jahre im Amt. Okay. Was ich mich zum Beispiel auch frage, ist, inwiefern das dann umsetzbar ist, wenn jetzt das Limit an Flüchtlingen erreicht ist für ein bestimmtes Kontingent, ob sie dann das wirklich so machen können, dass sie einfach die Leute wieder heimschicken. Ich weiß es nicht, von Deutschland, Religion, ja, vielleicht morgen, die schicke mir nach Afghanistan. Ja, ich weiß es nicht. Ja, habe ich Angst. Aber da geht es ja wieder los, es ist ja auch wieder nur ein Politikum, wenn es darum geht, welche Länder sind sichere Herkunftsländer oder so. Das ist ja alles nur, am Schluss geht es nur wieder darum, wie schaffe ich es möglichst, meine Wähler zu beeinflussen und da zu bleiben. Man kann nicht mehr mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, wie Deutschland in ein paar Jahren ausschaut. Und das ist auch was, was Leuten wahrscheinlich vielleicht ein bisschen Angst macht, auch wenn überhaupt keine Verschlechterung zu befürchten ist, aber einfach nur, dass Veränderungen vorstehen. Wenn wir gehen, was sollen wir machen in Afghanistan? Wir müssen arbeiten bei Taliban, wenn wir leben. Wenn jemand kann nicht arbeiten bei Taliban, er muss tot sein. In Afghanistan hat sich die Sicherheitslage in den letzten Monaten deutlich verschlechtert. Erst am Samstag hatten die Taliban im Süden Afghanistans mit einem Bombenanschlag 19 Menschen getötet, darunter vor allem Frauen und Kinder. Es sind viele, viele Summen von Entwicklungshilfe nach Afghanistan geflossen. Da kann man erwarten, dass die Afghanen in ihrem Land bleiben. Heute Morgen habe ich Pfortendienst. Mein Beitrag zur Sicherheit. In Deutschland brennen gerade Flüchtlingsheime. Ich habe kaum geschlafen. Die halbe Nacht habe ich über den gestrigen Abend nachgedacht. Über die Angst der Afghanen zurückgekehrt. Das ist eine besondere Aufgabe hier für dich, oder? Also ich finde, das ist die Zeit jetzt. Ich bin seit 25 Jahren in Deutschland. Und ja, es ist meine Zeit jetzt, wo man auch meinen Beitrag leisten muss, weil ich selber nach Deutschland kam vor 25 Jahren, mit 22. Und keine Eltern, so war ich auch unbegleitend sozusagen. Ja. Und ich war sehr dankbar und dann natürlich möchte ich auch weitergeben. Was ja. Genau, in der Hoffnung dann die Kinder hier, die hier leben, auch weitermachen. Das genau dasselbe, was ich gemacht habe. Das würde mich sehr freuen. Also, ja, ich kriege auch Gänsehaut jetzt. Ich auch. 7 Tage war ich in diesem besonderen Wohnheim. Habe erlebt, was Integration bedeutet. Wie Deutschland in Zukunft aussehen könnte. So ein Leben ist manchmal anstrengender, weil man Unterschiede aushalten und manchmal auch überwinden muss. Weil hier jeder eine eigene Geschichte mit sich rumschleppt, die nicht loslässt. Aber die Arbeit wird belohnt. Das Leben hier ist nämlich auch so, wie ich unsere Gesellschaft gerne sehen würde. Laut, bunt, direkt und offen. Bevor ich gehe, hole ich Abdi zum Schwimmen ab. Ja. Hallo. Na? Rein. Bist du startklar? Ja. Ja? Komm mal rein. Rein mit dir. Wo sind deine Sachen? Meine Sachen sind noch nicht eingepackt. Abdi hat sich gestern noch die Haare abrasiert. Du schaust gleich 10 cm kleiner aus. Ja. Warst du hier schon mal im Schwimmbad? Ja. Michaelbad war ich mal. Und? Da habe ich mal geguckt. Ich bin doch in das Wasser reingegangen, aber ich habe nicht so gut geschwommen, habe ich Angst so. Hast du probiert? Ich probiere immer bis zum hier. Ja. Dann habe ich Angst, wenn höher als das ist, dann komme ich schnell zurück. Okay, schauen wir mal heute, gell? Ja, schauen wir mal. So ist. Rein mit euch. Da gibt's auch Schwimmnudeln in der Ex-Session. Guck mal, wie alt sie ist. Ja, kommen wir auch rein. Frauendusche, Männerdusche. Ja. Und wir treffen uns draußen. Okay. Ist in Ordnung für dich oder soll ich vorgehen? Ja, nein, ich doch. Ist okay. Du sagst, wenn es zu krass wird, okay? Ja, genau.
Abdi hat vor dem Moment Angst, wenn ihm das Wasser buchstäblich bis zum Hals steht. Wir machen jetzt die erste Übung. Du legst dich einmal flach ins Wasser und ich zieh dich. Wie? Okay. Okay? Leg dich flach ins Wasser. Jetzt mach. Bisschen nach. Richtig schön. Flach ins Wasser. Beine hoch. Wenn ich ihn stütze, hat Abdi kaum Angst. Aber er will sich alleine über Wasser halten können. Wie lebt es sich in einem Haus, in dem junge Menschen mit unterschiedlichen Religionen, Nationalitäten und vor allem Erfahrungen leben? Ist das Wohnheim ein Modell für erfolgreiche Integration? Zukunftsdeutschland im Miniaturformat? Das will ich in den nächsten 7 Tagen herausfinden. Das ist Simon. Er kommt aus Bonn und wohnt seit kurzem im Wohnheim. 550 Euro Miete zahlt er im Monat, mehr als in seiner alten WG. Trotzdem ist er dort ausgezogen, um hier zu leben. Also ich habe schon vorher so ein bisschen so gedacht, okay, das Wohnheim ist cool, weil da lerne ich Leute kennen, ohne dass ich jetzt am Hauptbahnhof in München stehe und halt als engagierter Helfer Flüchtlingen helfe. Das hat mich immer ein bisschen dran gestört, weil das immer so die Rollenverteilung halt relativ klar war. Also von, ich stehe hier, ich helfe und ja, den anderen wird geholfen. Mhm. Und deswegen hat mich das Projekt überhaupt so angesprochen, weil ich halt den Eindruck hatte, okay, da sind wir irgendwie so auf Augenhöhe. Simon schiebt regelmäßig Dienst an der Pforte. Die ist rund um die Uhr von einem der Studenten besetzt. Ein Schutz vor der Außenwelt. Nicht jeder will Flüchtlinge in Deutschland haben. Das Leben hier ist anders als in anderen Wohnheimen, in vielerlei Hinsicht. Es ist einerseits völlig normaler und dann ist es halt immer doch noch immer noch dieser Punkt da, dass es halt Flüchtlinge sind, die nicht wissen, wie lange sie hier in Deutschland bleiben können und was weiß ich, was für Geschichten haben. Und du musst eigentlich wirklich, machst du ja jetzt, also du musst wirklich hier drin leben oder so, damit du überhaupt verstehst, was einen bewegt, wenn man jetzt hier so einfach drin wohnt oder so. Ich glaube, das ist als Externe ist super schwierig. Ja. Hi. Erster Stock, zweiter Stock, dritter Stock? Das weiß ich noch nicht genau. Ich wohne im dritten Stock. Insgesamt leben etwa 70 Menschen hier, davon rund 30 Flüchtlinge. Alle auf der gegenüberliegenden Seite des Flurs. Die Jugendhilfe schreibt dem Betreiber des Wohnheims vor, dass sie räumlich getrennt von den Studenten wohnen müssen. Abdi Shakur, Ahmed. Ich besuche Abdi aus Somalia. Krass. Zieh mal Schuhe aus. Nein, du kannst auch in deine Schuhe kommen. Doch, zieh aus. Zieh immer Schuhe aus, wenn ich in der Wohnung komme. Sonst bringe ich ja den ganzen Straßendreck mit. Oh, bei dir schaut es echt gemütlich aus, Abdi. Danke. Hast du das 60 gesehen? Abdi ist gerade 18 geworden. Momentan bereitet er sich auf seine Abschlussprüfungen vor. Sein Ziel? Mittlere Reife. Deutsch ist für mich leicht. Wie ist das, deutsche Geschichte zu lernen? Ist das für dich interessant? Geschichte ist immer interessant. Sich auch so. Hast du mal Dachau gesehen? Ja, klar. Ich glaube, jeder bayerische Schüler muss mal oder darf mal nach Dachau. Wie fandest du das? Ach, hässlich. Was der Hitler gemacht hat. So. Das ist voll kompliziert. Krasser Gedanke auch, gell? Wenn man da steht und sich überlegt, was da passiert ist. Ja, das war ein komisches Gefühl. Die Leute, die so wie ein Brot bringen irgendwo. Wie lange sie hier in Deutschland bleiben können und was weiß ich, was für Geschichten haben. Und du musst eigentlich wirklich, machst du ja jetzt, also du musst wirklich hier drin leben oder so, damit du überhaupt verstehst, was einen bewegt, wenn man jetzt hier so einfach drin wohnt oder so. Ich glaube, das ist als Externe ist super schwierig. Ja, hi. Erster Stock, zweiter Stock, dritter Stock? Das weiß ich noch nicht genau. Ich wohne im dritten Stock. Insgesamt leben etwa 70 Menschen hier, davon rund 30 Flüchtlinge. Alle auf der gegenüberliegenden Seite des Flurs. Die Jugendhilfe schreibt dem Betreiber des Wohnheims vor, dass sie räumlich getrennt von den Studenten wohnen müssen. Abdi Shakur, Ahmed Mohammed. Ich besuche Abdi aus Somalia. Krass. Zieh mal Schuhe aus. Nein, du kannst auch in deine Schuhe kommen. Doch, zieh aus. Zieh immer Schuhe aus, wenn ich in der Wohnung komme. Sonst bringe ich ja den ganzen Straßendreck mit. Oh, bei dir schaut es echt gemütlich aus, Abdi. Danke. Hast du das 60 gesehen? Abdi ist gerade 18 geworden. Momentan bereitet er sich auf seine Abschlussprüfungen vor. Sein Ziel? Mittlere Reife. Deutsch ist für mich leicht. Wie ist das, deutsche Geschichte zu lernen? Ist das für dich interessant? Geschichte ist immer interessant. Sich auch so. Hast du mal Dachau gesehen? Ja, klar. Ich glaube, jeder bayerische Schüler muss mal oder darf mal nach Dachau. Mal Dachau. Wie fandest du das? Ach, hässlich. Was der Hitler gemacht hat. So. Das ist voll kompliziert.
krasser Gedanke auch, gell? Wenn man da steht und sich überlegt, was da passiert ist. Ja, es war ein komisches Gefühl. Traurig. Die Leute, die so wie ein Brot bringen irgendwo rein und dann verbrennt ganz Zeit. In diese Öfen, gell? Sehr schlimm, aber es ist nicht was Neues. Das war in der Welt ganz passiert. Bei uns war auch, also nicht so wie Hitler, aber fast. In Abdis Heimatland Somalia herrscht seit Jahren Krieg. Es ist so, wenn du dort bleibst und du nicht machst, was, also so wie Hitler, also Diktatur und Terroristen ist fast die gleiche. Du musst immer machen, was die denen planen. Und du nicht, dann fliehst du einfach. Scheiße. Abdi ist seit einer halben Stunde mit Simon verabredet. Der gibt ihm Nachhilfe und verspätet sich sonst nie. Ja, der Simon. Junge. Darf ich reinkommen? Dürfen wir reinkommen? Dürfen wir reinkommen? Statt Nachhilfe lässt sich Simon die Haare schneiden. Von Shafiq, der auch hier wohnt. Sieht geil aus. Shafiq ist 17 und kommt aus Afghanistan. Ich habe auch gesagt, wenn ich von hier. Das ist nicht dein Ernst, oder? Du schneidest doch jetzt nicht damit in die Haare. Ich mache nur hier, ein bisschen. Besser jetzt hier.